Wenn jetzt jemand herkommt und den Zeppelin sehen möchte, kriegt er den auch zu sehen? Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie uns bis jetzt nur im Internet besucht haben, dann lade ich Sie ganz herzlich ein, einfach einmal bei uns vorbeizukommen. Sie können herrlich in der Stadt Friedrichshafen bummeln, den See entlang schlendern und ausgezeichnet bei uns im Zeppelin-Restaurant, im Hangar-Restaurant essen. Und außerdem können Sie bei uns eine Werftführung buchen und Sie können sich den Zeppelin mal ganz aus der Nähe anschauen, nicht nur beim Starten und beim Landen, sondern auch im Rahmen einer Werftführung. Und dann können Sie immer noch ganz spontan entscheiden, ob Sie mit uns fliegen möchten oder nicht. Obwohl ich jetzt schon weiß, wie diese Antwort ausgehen wird. Ich bin die Irene und Teamleiterin Werftbesichtigungen bei der Deutschen Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen. Unser Team kümmert sich um die Planung und Reservierung der Werftbesichtigungen. Von März bis November finden unsere öffentlichen Werftführungen jeden Dienstag und Freitag um 16 Uhr statt und dauern ca. 45 Minuten. Außer diesen beiden wöchentlichen Terminen bieten wir täglich und das ganze Jahr über Werftbesichtigungen für Gruppen an. Diese können auch in verschiedenen Sprachen gebucht werden. Wenn unsere Gäste hier zur Werftführung kommen, was erwartet sie denn genau? Ja, 45 Minuten durch die Geschichte der Zeppeline, angefangen von 1900 mit dem ersten Zeppelin in Kurzversion bis 1940, die letzten Zeppeline hier in Deutschland. Und dann geht es ausführlich dann natürlich darum, hier die restliche Zeit dann über den neuen Zeppelin NT. Technik, kleine Geschichten und was man damit so anstellen kann. Hier die Hülle vom Luftschiff. Bevor sie über das Gerippe gezogen wird, Aluminium konnte man damals zu Zeiten der Hindenburg noch nicht schweißen. Aus dem Grund hier alles mit diesen Nieten zusammengehalten. Und das Helium erwärmt wird, dann gefiltert wird und auf der anderen Seite kommt sauberes Helium wieder raus. Also wenn jetzt jemand herkommt und den Zeppelin sehen möchte, kriegt er den auch zu sehen? Ja, auf jeden Fall. Zwar ist jetzt im Moment gerade kein Zeppelin in der Halle, zumindest kein ganzer, aber ein paar Einzelteile gibt es natürlich schon zu sehen. Wir haben hier erstmal Motor ausgestellt, dann die Triebwerke. Gerade in der Halle liegt eine Hülle von einem Zeppelin. Aber es gibt natürlich auch den ganzen Zeppelin zu sehen. Das heißt, jedes Mal, wenn Zeppelin startet oder landet, gehen wir an die Türe. Und dann erkläre ich Ihnen auch natürlich, was es da genau zu sehen gibt und worauf Sie da achten müssen. So, der Stefan und ich, wir gehen jetzt hinaus und wir warten jetzt auf den Zeppelin. Wir lauern draußen auf der Wiese und dann wird unser Stefan noch ein paar salbungsvolle Worte sagen, während wir dieses Luftschiff anbeten werden. Bei diesem wunderschönen Mars Truck, ich weiß gerade gar nicht, ob man auf Deutsch sagt, 30 Tonnen schwer, dieses Gerät, dient dazu natürlich, um das Luftschiff draußen zu parken, wenn man gerade keine Garage in der Nähe ist. Der Fluchtwagen steht hinter uns bereit. Der Fluchtwagen. Da kommen wir bis zur ersten Brücke mindestens. Aber das wird nichts mit einparken in der Tiefgarage, gell? Ja, ist so. Natürlich wunderschön zu sehen, wie der Zeppelin gerade direkt vor uns runterkommt und alles, was in der Führung erklärt wird, auch die Triebwerke, wie die funktionieren, dass er alleine starten und landen, dann Durchfallstellen der Triebwerke auch. Das sehen Sie jetzt natürlich wunderschön hier. Ja, und während mein Kollege Stefan noch die vielen Fragen unserer Gäste beantwortet, verabschiede ich mich schon mal von Ihnen aus dem Hangar. Wenn Sie eine ganz persönliche Tour haben möchten, einen exklusiven Flug oder in diesem Hangar ein großes Fest feiern möchten, dann schreiben Sie uns einfach ein E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir beantworten gerne Ihre ganzen Fragen und für alle verrückten Ideen haben wir hier immer ein offenes Ohr für Sie.